Hallo neue Helden, hallo neuer Held. Herzlich willkommen im Die neuen Helden Adventskalender und heute mit einer ganz tollen Kollegin hier im Interview. Melinka Karrer sitzt mir gegenüber, leider nur per Zoom, heute in Innsbruck, sozusagen Innsbruck und Augsburg Calling. Ich freue mich total, dass du heute da bist, Melinka. Liebe neue Helden, ich kann euch sagen, die Frau hat eine Hammerstimme. Eine so mitreißende und bewegende Art. Also wir kennen uns aus vielen Führungskräfteveranstaltungen, aus der Arbeit mit Teams. Und vor allen Dingen, Melinka, kenne ich dich als totale Freidenkerin. Ich weiß noch, als du mir damals erzählt hast, dass du in Innsbruck wohnst, hast du kurz mir versucht zu erklären, warum. Und es gab viele gute Gründe, aber am coolsten fand ich, als du am Schluss gesagt hast, und eigentlich liebe ich es, hier zu leben. Und ich wollte hier einfach leben. Und genau das fand ich so klasse. Und ich gedacht, ja, genau, so ist es doch, sich heute frei zu entscheiden für all das, was wir können. Ja, und ich habe jetzt so ein bisschen was von dir erzählt, aber ich glaube, es macht viel mehr Sinn, wenn du dich den neuen Helden vorstellst und erzählst, was du alles so mitbringst. Herzlich willkommen. Hallo Terry, ja, vielen Dank. Was für eine Wow-Vorstellung. Da grinse ich gerade und ja, meine Stimme habe ich schon öfters gehört. Ich vergesse es immer wieder und deswegen bin ich immer wieder so, ach, stimmt, da war ja was, die ist ein bisschen dunkler, oder? Habe ich mal Stimmt, gehört. genau, stimmt. Also vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich bei euch mitmachen darf oder bei dir. Von dem her erstmal danke dafür. Was mache ich? Wer bin ich? Wie du gesagt hast, Terry, wir kennen uns ja von Max Einhorn Nagel, von einer Unternehmensberatung-Coaching-Firma. Ich selber bin Arbeitspsychologin, habe also Arbeits- und Organisationspsychologie studiert mit dem Schwerpunkt Coaching, Supervision. Habe danach was Systemisches gemacht, eine Weiterbildung, Schematherapie, Erlebnispädagogin, was wahrscheinlich mit Innsbruck ganz gut zusammenpasst, weil doch mein Herz hier in den Bergen schlägt, definitiv. Auch wenn ich tatsächlich das gar nicht so ganz ausleben kann als Erlebnispädagogin, weil ich ja die ganzen Scheine noch bräuchte. Aber wer weiß, was da alles noch dazu kommt. Genau, also das ist so mein Werdegang. Und wir zwei kennen uns ja, wie gesagt, aus den Team- und Führungskräfte-Workshops und Events und Coachings. Und ja, die Arbeit mit Menschen, ich liebe es immer wieder. Sie fordert mich. Ich merke auch tatsächlich, dass ich so Lust habe, wieder mehr drauf zu machen. Also ich meine, wir sitzen jetzt gerade bei Zoom und es ist alles voll okay. Ich freue mich, es ist schön. Wir sehen uns gut. Aber tatsächlich, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht einfach tausendmal besser, wenn ich da vor dir stehen würde. Ja, ich freue Und mich auch auf die Zeit, wo wir wieder gemeinsam vor Gruppen auf der Bühne stehen oder in Räumen. genau. Da freue ich mich so sehr darauf. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es super, was jetzt so gerade passiert. Also das ganze Zoom und so weiter. Oder jetzt unser Podcast. Also da bin ich gerade jetzt ganz neu dabei bei dir oder ich habe das auf jeden Fall noch nie so probiert und bin gespannt, was wir jetzt heute so machen. Ja, also ich finde es toll, dass du heute Zeit gefunden hast, weil ich weiß, dass dein Kalender ja trotz dieser Pandemiezeit ziemlich voll ist. Du hast ziemlich viel zu tun, aber gleichzeitig auch hochspannend für die neuen Helden. Denn ich habe gehört, du machst viel mit Sprache, nicht nur so hobbymäßig. Und ich habe gehört, dass dich das Thema sehr, sehr bewegt. Und von daher erfüll du am besten mal aus, was dich dazu bewegt und was dir dazu im Kopf ist. Zunächst einmal, ich komme ja quasi aus der Psychologie-Richtung, bin eben eine Arbeitspsychologin, habe die letzten 8 Jahre damit verbracht, Menschen zuzuhören, Menschen zu motivieren, Menschen zu begleiten. So ich glaube, die klassischen Begriffe, die man einem Coach zuschreibt. Und während dieser Zeit ist mir natürlich aufgefallen, wie wahrscheinlich vielen von uns in der Branche, dass ja Sprache, unsere Stimme, überhaupt Kommunikation ja das Instrument ist, das wir brauchen. Ja? Also wie betone ich, meine, das brauche ich dir alles als Speakerin gar nicht sagen, aber Sprache ist auf jeden Fall so extrem wichtig, besonders wie gesagt in unserem Job. Und aus dieser psychologischen Perspektive eigentlich habe ich dann immer mehr angefangen zu lesen, und zwar Philosophisches. Das hat mich einfach schon immer sehr interessiert und bin da bei den Existenzialisten hängen geblieben, war aber schon natürlich bei unserem Herrn Nietzsche, der ja definitiv auch spalten kann. Und natürlich bei Kant und wem auch immer. Und auch bei Wittgenstein, der so als der Sprachwissenschaftler gilt. Hab dann wirklich entschieden zu promovieren. Das mache ich jetzt auch gerade ganz aktuell.
Das ist quasi so mein Nebenberuf, auch wenn es ein bisschen verrückt klingt, aber es ist wirklich so, also ich bin einfach hauptberuflich noch Beraterin, Coach, Trainerin bei euch und bei anderen Kunden, im Nebenzu eben tatsächlich dann Doktorandin. Also ich finde es ganz, ganz toll, dass du mit dieser Leidenschaft tatsächlich nochmal was Großes auch angepackt hast. Also ich meine, viele tun das vielleicht hobbymäßig und lesen sich so ein bisschen weiter, aber du hast das nochmal ganz groß angepackt, weil es dich so kickt. Ja, also tatsächlich muss ich vielleicht sagen, kommen wir jetzt nicht über das Thema Sprache, aber ich muss Papers schreiben. Ich muss Vorträge halten. Ich muss fast alle 2 Wochen ja irgendein Essay abgeben. Und dementsprechend hat auf einmal die Sprache nochmal so eine ganz neue Plattform in meinem Leben bekommen, weil ich sie jetzt so verschriftlichen muss, was ich übrigens liebe, weil ich schon mein ganzes Leben lang geschrieben habe. Jetzt ist es wissenschaftlich, jetzt muss ich es auch noch anderen Leuten vorlesen. Andere Leute bewerten mich, apropos. Jetzt wird es auf die Goldwaage gelegt. Ja, genau. Jetzt die innere Goldwaage. Genau. Aus dem Anfang, was ich dir erzählt habe, aus der Thematik Coaching, Workshops und so weiter, Einzelberatungen, wo eben Sprache so wichtig ist und dann diese Verschriftlichung, ist das, glaube ich, was geworden, gerade was mich sehr berührt oder was ich sehr wichtig finde, weil es eben auch, was wir vorhin ja auch ein bisschen so hatten, so alltäglich ist. Also ich meine, wir tun es jetzt auch gerade, wir sprechen und ich weiß nicht, wie viel du gerade nachdenkst, während du sprichst. Ja, und ich spreche, glaube ich, mit meiner Leidenschaft für das Thema und mit dem totalen Interesse für das Thema und für deine Arbeit. Ja, und gleichzeitig mache ich mir wenige Gedanken und das Ausgesprochene ist plötzlich ausgesprochen und steht vielleicht wie in Stein gemeißelt. Also spätestens dann, wenn es nachher auf der Website auch noch als Text zu lesen ist, was wir hier gerade tun, dann ist das ja erst recht zumindest in HTML gemeißelt. Manchmal denke ich ja, vielleicht müsste man sich das jetzt besser überlegen. Weil nicht, dass es in 10 Jahren jemand liest und sagt, das kann man heute ja so gar nicht sagen. Mhm. Ja. Und das ist, finde ich, ein schon spannender Prozess, dass dieses Aussprechen ist ein Stückchen fixiert. Mhm. Oder dass wir zumindest die Vermutung haben, dass es das fixiert. Ich war selbst schon dabei, am Buch zu schreiben, habe ich dir schon erzählt, und habe das damals unterbrochen, weil ich auch den Eindruck hatte, Wahnsinn, was ich jetzt schreibe, wird vielleicht in 3 oder in 5 oder in 10 Jahren gelesen und für in dem Moment für die Wahrheit gehalten oder auch für das, was ich denke. Aber dabei ist es momentan meine Haltung. Und es kann sein, auch aufgrund dieser VUCA-Welt und was sich gerade alles so verändert, dass sich auch mein Denken sehr verändert. Mhm. Das war damals der Grund, schnell den Podcast zu initialisieren, weil ich dachte, jetzt ist es dann auch schneller draußen. Ich kann jetzt ja mit meiner Sprache nicht 1,5 Jahre warten, bis die nächste Buchmesse gelaufen ist, bis dann das Buch, dann stehe ich vielleicht erst recht nicht mehr dahinter. Hat sich zwar jetzt ein bisschen gewandelt, ich werde jetzt mutiger und das nächste Buch wird 21 mit Sicherheit rauskommen. Ich traue mich, liebe neue Helden, aber ich weiß jetzt, was es heißt, etwas auszusprechen und zu fixieren. Großes Kino. Wie geht's dir damit? Ja, also jetzt würde ich gerne ein bisschen schweigen, ehrlich gesagt. nachdem du mir jetzt gesagt hast, dass das ja verschriftlicht wird, für immer in dem Podcast bleibt, fixiert, das sind natürlich apropos schon starke Begrifflichkeiten. Ja, die ich aber absolut nachvollziehen kann. Also mir geht es ja auch so, mir fällt wirklich definitiv so ein Interview viel schwerer, als wenn du mir gesagt hättest, schreib mir ein Essay über Sprache. Da hätte ich mir jetzt viel Gedanken machen können, jedes Wort umdrehen und ich weiß nicht, dann am besten noch ein paar ganz schlaue Leute zitieren, damit es ja schön untermauert ist, weil das, ich glaube, das lieben wir ja, dann ist es ja schön objektiv und gar nicht so ganz meine Meinung, kann ich dann auch wieder schön revidieren alles. Ja. Und jetzt bin ich hier und du fragst mich nach meiner Meinung, alles, was ich sage, ist jetzt ausgesprochen, also ich kann dir auf jeden Fall beipflichten, mir geht es da auch so, ich finde es krass eben, aber ich glaube, wir sollten genau, also weil gerade Sprache so eine Macht hat, viel vorsichtiger damit sein, viel vorsichtiger damit umgehen. Und ich weiß nicht, ob es, also ich denke, dass allen neuen Helden oder allen neuen Heldinnen das ja passiert ist, wenn sie vielleicht mal mit dem Kollegen, mit der Beziehungspartnerin, mit dem Freund, was auch immer, gesprochen hat und auf einmal haben Worte verletzt. Und da merkt man ja schon, also da passiert was, da ist, also man spricht ja manchmal sogar von Gewalt. Also Sprache ist ein verbale Gewalt. Ja, genau, genau. Haben wir das wirklich immer auf dem Schirm? Und lassen wir zum Beispiel, das finde ich auch als, also jetzt eher aus der Perspektive einer Trainerin, lassen wir auch wirklich alle zu Wort kommen? Also wer spricht, sprechen nicht immer die gleichen?
Ja, es ist unsere Aufgabe, da sehr darauf zu achten, dass alle zu Wort kommen, alle eine Stimme haben im Raum. Ja? Ja. Alle die Stimme gleich viel Gewicht hat. Das ist eine unserer Aufgaben. Wie du sagst, das ist eine unserer Aufgaben in so einem kleinen Mikrokosmos. Da sitzen irgendwie 10, 15 Leute vor uns. Eigentlich, und nicht nur eigentlich, ich will das sofort streichen, nicht eigentlich, sondern genau das sollte auch in der Welt passieren. Ja? Also reproduzieren wir nicht immer das Gleiche, hören wir sowieso nicht nur immer den Gleichen zu. Ist es nicht so eine Echokammer, in der wir uns bewegen? Ich rede sowieso mit jemandem, und super, der hat meine Meinung und die wird das Gleiche mir wieder sagen und dann können wir uns alle da schön auf die Schulter klopfen. Ich meine, nein, Diskurs, Dialog, Konflikt. Ja, genau. Wir bewegen uns ja oft in solchen Informationsblasen. Wir gehen zu unseren sogenannten Freunden, wo wir schon genau wissen, was sie denken und dass sie fast nur wiederholen, was wir selbst gesagt haben. Oder wir hören zumindest auch nur den Teil raus. Dadurch bewegen wir uns in Blasen und denken irgendwann, genauso ist die Welt. Ja, dabei gibt es so viele Perspektiven und es hieße, wir müssten mehr Diskurs zulassen. Auch da, insbesondere da zuhören, wo wir es erstmal nicht verstehen. Und Neues an uns heranlassen, uns damit auseinandersetzen, Fragen stellen statt Antworten geben. Ja, wie könnte das gehen? Wie siehst du das? Ich muss es noch nicht einordnen können. Ich fand jetzt ganz wichtig, dass du gesagt hast, verstehen. Sprache hängt so viel mit Verstehen zusammen. Also irgendwie ist es ja auch eine Brücke. Wenn irgendeine neue Erfindung kommt, dann bringt uns nichts, dass die irgendwie mathematisch oder physikalisch da ist, sondern die muss ja irgendwie übersetzt werden und erklärt werden. Ich sage jetzt mal blöd, eine Anleitung dafür geschrieben werden. Wie baut man denn das jetzt auf, was auch immer? Also ist es irgendwie so eine Verständnisbrücke. Und das finde ich eigentlich jetzt auch schon wieder das Verrückte, weil es heißt, Sprache hat irgend so was sehr Rationales. Und ich würde jetzt aus so Einzelcoachings zum Beispiel behaupten, dass oft Rationales ganz arg limitiert. Da gibt es dann wieder, man sagt ja auch oft, ich habe gar kein Wort dafür. Ja. Das ist ja auch so ein genialer Satz. Und was ja schon zeigt, dass da irgendwie scheinbar die Sprache, so toll ich sie übrigens finde, an eine Mauer stößt. Ja. Die hat so viele Limitierungen. Mhm. Sprache ist ja auch nur ein Teil des Denkens. Also es gibt bestimmt auch vieles, was wir denken, wofür wir noch kein Wort haben. Geschweige denn eine Satzkonstruktion und überhaupt noch nicht wissen, kommt dahinter ein Punkt, ein Fragezeichen. So, ne? Also wir können es vielleicht noch nicht mal beschreiben, was wir denken. Das wird schon weniger. Und allein das, was wir bewusst denken, ist auch schon so gefiltert. Es ist nur ein kleiner Teil von dem, was in uns abgeht. Ja? Und viele Emotionen, und das finde ich eine ganz große Kunst, muss ich sagen, von tollen Menschen. Manche sind Lyriker, manche Romantiker, manche Musiker. Manche sind es aus Leidenschaft, dass sie gelernt haben, Sprache für wundervolle Momente oder für Emotionen zu finden oder es in Konstruktionen auch zu packen, die nicht nur Stimme und Sprache, sondern auch Klang und Pausen und all das beinhalten, um noch viel mehr zu transportieren als nur Worte. Mhm. Und trotzdem, das zu können, finde ich wunderbar. Mhm. Das ist eine wunderbare Kunst, weil sie dadurch Stimmung transportieren. Erleben transportieren und gleichzeitig ist es immer noch nicht alles, da geht so viel mehr. Ja, und wenn wir im Coaching sind oder ich weiß selbst auch als Speaker, dass ich manchmal allein nur durch die Stimme und durch Musik und durch Begegnung der Menschen im Raum Momente kreiere, die sich dann nicht mehr beschreiben lassen, nicht mehr von mir. Oder die ich, wenn ich es jetzt in Worte fassen würde, wieder viel zu klein mache für das, was da eigentlich gerade passiert ist. Also absolut. Ich würde darauf antworten oder mitschwingen, so wird es eigentlich besser klingen, dass ich zum Beispiel deswegen ein großer Fan von Schweigen bin. Und ich meine damit nicht nur zuhören. Übrigens habe ich letztens was Schönes gelesen. Man soll nicht zuhören, sondern hinhören, weil zu macht zu und hin geht hin zur Person. Schön. Ich weiß nämlich nicht mehr von wem. Ich hoffe, dieser Mensch, der Arme, fühlt sich... Dieser Held, dem das aufgefallen ist, der möge sich gerne bei uns melden. Er kriegt die Heldentasse. Genau. Ja, genau, dass ich also auf jeden Fall nochmal einen Unterschied finde zwischen diesem Hinhören und Schweigen, weil das ist genau dieser Moment, von dem du gesprochen hast, dieses Nicht-Beschreibbare, eine Atmosphäre vielleicht. Ich glaube, ein Moment, der kann allein sein, also...
Ich erlebe irgendwas Wunderschönes, das Meer, weiß ich nicht, einen Berg oder sonst was. Aber ich glaube auch, dass es zwischen zwei Menschen so einen schweigenden Augenblick geben kann, der eben nicht in Worte gepackt werden muss, darf. Auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist genau das Paradoxe, warum ich übrigens so, wenn ich über Sprache nachdenke, komme ich immer ganz schnell zum Schweigen und auf einmal kommt wieder so ein Knoten in mein Hirn, weil ich ja eigentlich es wichtig finde, aufzupassen bei der Sprache und irgendwie plädiere ich fürs Schweigen, aber nee, es fehlen so viele Stimmen auf dieser Welt, also nee, ich will eigentlich, dass mehr Leute reden, ah nee, eigentlich nicht, es sollen mehr Leute schweigen, passiert sowas. Ja, ne, und dann ist so eine Sprache auch wieder so limitierend, weil wir dann so in entweder oder oft sprechen können, wobei wir eigentlich Begriffe, und nicht eigentlich, wir brauchen Begriffe für mehr Ganzes, mehr sowohl als auch und ganz viel dazwischen. Mhm. Ja, wo andere sagen, so Graubereiche oder es können auch Orangebereiche, also allein Graubereiche, ne, das macht es schon wieder so trist. Ich finde von ne, Schwarz-Weiß, wir könnten auch Blau, Gelb, Grün nehmen und alle Farben dazwischen. Also ich glaube, wir brauchen viel Sprache, die so vielschichtig beschreiben kann. Ja? Und ein Bewusstsein, wenn wir jetzt hier über Limitierung sprechen und dass diese Dinge so fixiert sind, das ist ja auch wieder nur etwas, was wir setzen. Mhm. Wir können ja auch genauso sagen, dass all das, was wir hier, Melinka, was wir beide hier fabrizieren, wir sind zwei Fische im Wasser. Und wir blubbern so ein paar Bläschen und irgendwann sind die auch wieder aus dem Wasser draußen und weg. Mhm. Ob wir jetzt von Blubberbläschen oder von Limitierung sprechen, auch das fixieren wieder wir. Und schaffen Bilder, die in anderen Gehirnen möglicherweise ganz unterschiedliche Bilder erzeugen. Auf jeden Fall. Ich glaube, alles, was wir gerade sagen, das würde mich sowieso interessieren, was darauf quasi geantwortet wird, in Anführungszeichen. Oder was wir da gerade initiieren in jemanden. Das sind wirklich Blubberbläschen und ich habe jetzt eher sowas gesehen, wie wenn man einen Stein in den See wirft und dann eben so Wellen schlägt. Keine Ahnung, wer die Welle erwischt und berührt einen die Welle überhaupt. Vielleicht klickt uns jemand weg und sagt, naja, was erzählen denn die zwei Blubberbläschen? Also. Ja. Oder du möchtest neuer Held was dazu blubbern, also gerne Instagram, Facebook und so weiter. Du weißt, wie das geht. Wir sind total gespannt zu wissen, was da bei dir gerade so in möglicherweise in Schwingung geraten ist oder auch nicht. Also ja, was Sprache so macht und wo sie andockt. Wenn ich so nochmal drüber nachdenke, über unser, sag ich mal, sehr kurzes Gespräch ja jetzt, obwohl das jetzt eigentlich eine ganz persönliche und intime Atmosphäre ist, hat zum Beispiel deine Sprache, obwohl wir vorher darüber gesprochen haben, ja, ich wusste, dass du mich vorstellst, ich wusste nicht was. Und als du mich vorgestellt hast, war diese Thematik, du hast mich ja quasi angerufen, also du hast meinen Namen gerufen, hast mir das schöne Kompliment mit meiner Stimme gegeben und irgendwie bin auf jeden Fall energievoll oder so. Ja, deine mitreißende Art. Ja, ja, klar, aber auf einmal, zack, hatte ich diesen Anzug, diesen Hut, diese Schuhschreibung an und tatsächlich, es war echt spannend, weil ich war ja gleichzeitig auch ein bisschen so nervös, jetzt will ich diese Erwartungen natürlich auch entsprechen. Überleg mal, sogar ein positives Feedback, zack, berührt jemanden, die Sprache hat was mit mir gemacht und es war ja wunderschön, ich war motiviert und gleichzeitig nervös, aber wer hätte das gedacht, nur weil du meine Stimme lobst. Ja, wow. Und ich finde, es ist ja was auch passiert. Es gibt viele Adventskalendertürchen hier gerade, die sich auch mit Stärken auseinandersetzen. Und was wir bewegen können, wenn wir einen Menschen mit seinen Stärken aufrufen und ihm alleine nur sagen, was für ihn vielleicht oder sie ganz natürlich ist und das aussprechen, was wir da empfinden, was wir großartig finden, was in der Person dann plötzlich auch oft emotional passiert. Also man ist vielleicht aufgeregt, man freut sich aber auch und plötzlich kann man aber auch vieles abrufen, weil man aufgrund dieser positiven Emotionen wirklich absolut in seinem Element ist. Ja, wir werden intelligenter, kreativer, wenn wir uns stark und gesehen fühlen. Und das haben andere mit Sprache gemacht möglicherweise. Ja. Definitiv. Du hast gesagt, gesehen werden. Und das ist ja auch schon was. Ich habe vorhin gefragt, hören wir auch jeden, also in unserem Workshop, in unserem Kurs auf der Welt, wie auch immer. Ich will jetzt hier nicht zu pathetisch werden, aber zum Beispiel auf der Straße, wenn jemand mich anlächelt oder wenn da leider ein obdachloser Mensch sitzt, dann ich sehe den. Ich finde da ignorieren zum Beispiel was ganz, ganz Schreckliches. Das ist schon die erste Anerkennung
da existiert ein Mensch, der ist da, der ist mir ebenbürtig, also nicke ich ihm genauso zu, lächle ihn an oder wie auch immer. Das ist so was Kleines und das ist ja quasi die erste sprachliche Anerkennung, die ich einem Menschen schenke. Ich denke auch gerade an Situationen von, wo ich in der Keynote war, wo ich vielleicht auch einen längeren Vortrag an einem Abend gehalten habe. Meistens ist ja so, dann haben Menschen ein Ticket gekauft für 90 Minuten. Viele von denen möchten ja erstmal, und das ist völlig verständlich, irgendwie erstmal konsumieren und mal einfach gucken, was ist hier für mich dabei, ja, setzen sich in einen Raum. Und ich glaube, einige haben dann echt so Sorge, dass es manchmal ist wie im Zirkus, oh Gott, bloß nicht in der ersten Reihe sitzen, was ist, wenn man auf die Bühne geholt wird, ne? Das mache ich in der Regel nicht oder nur selten und meistens wissen diejenigen dann schon vorher, dass sie auf die Bühne kommen. Was ich aber wichtig finde, ist, dass alle eine Stimme bekommen und dass alle möglichst am Anfang dieses Vortrags trotzdem in Interaktion mit ihrem Umfeld geraten und mal sprechen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, viele Menschen möchten oder müssen sich einloggen in dem Moment, wo sie zur Sprache kommen. Im wahrsten Sinne, ja, wo sie rechts und links einmal sagen, wer sie sind, warum sie da sind, warum sie das Thema interessiert. Ja. Und in dem Moment hat man sich eingeloggt, in dem Moment hat man eine Stimme, man ist dabei. Ja. Mhm. Und das möchte ich jedem ermöglichen, sich einmal sozusagen wirklich einzuloggen in das Thema und Teil zu sein, weil ich finde, dann kann viel mehr mit einem passieren, wie wenn man nur wie beim Kino, ne, reingegangen ist, seine Popcorn geholt hat und wieder rausgegangen ist. Und wie machst du das, Terry? Also kommst du auf die Bühne und schweigst erstmal und gibst denen quasi mal die Zeit, sich zu sehen? Oder was passiert? Am Anfang gibt es schon 2-3 Minuten eines Intros, wo ich natürlich erstmal so Resonanzmaterial aufmachen will, ne? Worum es hier gehen kann, was das Thema ist. Und dann gibt es meistens eine Frage, die denjenigen bewegt. Also das kann sein von, warum bin ich hier? Oder was genau ist mein Thema in dem? Oder was will ich ändern? Und das mal so nach links oder nach rechts zu sprechen. Und dabei sich aber auch, ich meine, ich liebe Networking. Also, und zwar nicht Networking im Sinne von oberflächlich, aha, ich habe mal 700 LinkedIn-Kontakte, sondern Menschen wirklich ansehen, wirklich gut in Kontakt kommen. Das heißt, sich rechts und links einmal vorgestellt zu haben, das darf man ja ruhig förmlich tun, wenn man das möchte, finde ich, macht total viel aus. Und dann plötzlich mit der Atmosphäre, wenn wir mit der Atmosphäre dann in diesem Raum weitermachen und ins Thema gehen, finde ich, passiert plötzlich was ganz anderes. Und auch das ist nicht mehr ganz in Worte zu fassen. Wow, wie schön. Ja, gibt mir total viel. Ja. Auch wenn ich vorne fast, ich merke ja jetzt, gar nicht mehr so sehr auf Worte beschränkt bin. Ich glaube, ich mache mittlerweile viel mehr mit Musik, die ja nicht nur mich bewegt, sondern dann auch sehr viel mehr Bewegung in das Thema bringt. Sprache. Genau. Ja, Milinka, du beschäftigst dich mit diesem Thema ja sehr, sehr viel mit Sprache. Was macht es mit dir, wenn du jetzt gerade für deine Dissertation unterwegs bist? Ist es hilfreich für dich, dir so viele Gedanken zu machen zum Thema Sprache? Oder ist es eher wertvoll für das, was du tust? Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen quasi da draußen geht, aber wir haben so viel von jetzt Limitierung gesprochen. Wir haben, glaube ich, Sprache jetzt nicht nur negativ konnotiert, aber trotzdem hat sie es ein bisschen abbekommen bei uns beiden jetzt. Um jetzt mal die Verfechterin der Sprache hier darzustellen. Ich finde es einfach wunderschön, was man mit Wörtern machen kann. Ich liebe Lesen und ich würde behaupten, dass mich die meisten Dinge, die mich berührt haben, waren dann doch Worte, waren ein Satz. Sowas, was du gesagt hast vorhin, wenn es Lyriker sind, wenn es Gedichte sind, wenn es Texte sind, kann ein Fragment sein, es muss gar kein ausgeschriebenes Buch sein. Und tatsächlich kann ich nur sagen, dass das jetzt für mich so ist, dass ich A, auf der einen Seite Sprache wie meine persönliche Bearbeitungs-Coachingsform sehe, für mich selbst. Dann ist es absolut kreativ, ist für mich ist Sprache Kunst und Schreiben Texte, Schreiben Kunst. Da muss ich ehrlich sagen, hoffe ich natürlich, dass meine Texte das Gleiche machen, wie andere Texte bei mir gemacht haben. Dass vielleicht irgendjemand das liest und mal ganz kurz dem Atem stoppt und sich denkt, okay, verdammt, klingt gut. Ja, wow, schön. Schon eine echte Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht wie bei dir mit der Speaker-Profession. Es ist wirklich wie, du sprichst ganz oft von Freude, ist mir aufgefallen. Du sprichst ganz oft von, das hat mir Spaß gemacht. Und genauso ist es bei mir. Ich habe nie das Gefühl so, oh Gott, jetzt muss ich wieder was schreiben. Gar nicht. Ich denke mir, oh, jetzt darf ich wieder was formen. Ich darf so ein Werk kreieren.
ich sehe oft eine Form, ich bin da ganz plastisch. Also ich habe einfach das Gefühl, das ist so ein Kunstwerk. Ja, ich glaube schon. So ein Ton, ich bastel da was. Ich würde gerne mit dir gerade mal so ein paar positive Worte sammeln, also die dich vielleicht dieses Jahr berührt haben. Ich habe gemerkt, in den letzten Wochen, Monaten, es gab auch so ein paar, die mich berührt haben. Ich fange gerade mal an, eines der Worte in den letzten Wochen, die für mich am allerwichtigsten waren, war das Wort Zuversicht. Mir ist sofort spontan eingefallen, ich habe ein Paper, ein philosophisches Paper über die Thematik jetzt mit der Pandemie geschrieben. Mir ist das Wort du eingefallen. Also du, der andere Mensch. Du. Tatsächlich, das war jetzt das allererste, was mir jetzt gerade gekommen ist. So im Sinne von du bist in der Pandemie? Nee, eher im Sinne von nicht so viel von ich ausgehen. Und ich meine jetzt gar nicht das subjektive Ich, sondern auch ich europäisch. Wie sieht es eigentlich in Südamerika aus? Wie sieht es eigentlich in Indien aus? Unser, sage ich mal, eurozentrisches Ich. Und das Du heißt ja gleichzeitig, ist ja auch die Brücke zu einem, es ist kein Sie, es ist nicht die anderen, sondern es ist jemand, der trotzdem ist wie ich. Ne? Genau. Eine Menschen, der mir trotzdem nahe steht oder nahe stehen sollte. Schön. Absolut. Okay, du bist dran. Ja. Tatkraft hat Gabriele Trommer gesagt. Und Tatkraft hat mich total angestachelt als was ganz Positives. Und das wünsche ich gerade allen neuen Helden, dass sie in diese Tatkraft wiederkommen. Dann passt es, dann sage ich Sprechakt. Sprechakt. Kommt von der Sprechakt-Theorie und ist aber von Judith Butler relativ oft rezipiert worden. Also eben, dass Sprache ein Akt ist. Deswegen bei Tatkraft, oder was hast du gesagt, Tatkraft? Ja, Tatkraft, ja. Ja, genau. Tatkraft mit Sprechakt. Und im ersten Podcast hatten wir Jane Richter und Jane Richter hat über Wortmagie gesprochen. Mhm. Und ich finde schon bei Magie, das ist ja schon sehr, sehr weit. Da ist auch vieles unklar. Und was ich vielen neuen Helden wünsche, ist, dass sie so Wortakrobat werden, dass sie sich ein bisschen trauen oder ein bisschen mehr trauen, auszuprobieren und gewandter werden in dem, wie sie formulieren und mal so und sich darin ja, sehr, sehr stark lernen zu bewegen. Also Wortakrobatik finde ich gerade spannend. Ich sage dir mal eins, wir passen gut zusammen, weil das liebe ich, was du gesagt hast. Ich bin nur wegen dir da drauf gekommen jetzt. Und zwar, ich wünsche allen die Liebe zur Unfertigkeit und zur Unvollkommenheit. Nicht Ganzheit, nicht fertig. Einfach mal weg von diesem ganz fertig. Eben das, was wir gerade gesagt haben, unser Podcast, wird der wirklich zu Ende gehen? Vielleicht ist genau das, was wir jetzt geschaffen haben, dass sehr, sehr viele neue Helden uns besondere Worte schenken über Insta, über Facebook und so weiter. Also welche Worte haben wir dann in ihnen angetriggert, weil wir ihnen jetzt unsere drei besonderen Worte genannt haben? Es würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr lieben neuen Helden da jetzt draus gemacht habt und wie ihr andockt. Lasst es uns bitte hören, sehen, lesen. Meldet euch, ich bin total gespannt und wir werden die natürlich veröffentlichen nach dieser Folge, was so eure besonderen, kräftigen, wunderbaren Worte sind. Unbedingt, das klingt wirklich gut. Das ist, da haben wir apropos dann auch alle angesprochen, um was es uns ja heute auch ging. Ja. Mehr Menschen anzusprechen, mehr anzuhören, mehr Menschen eine Stimme zu geben. Mein Gott, wie rund. Das passt jetzt nicht mit meinem Unfertigen, aber okay, von mir aus. Trotzdem unfertig, genau. Übrigens, wir haben ja noch so ein Adventskalender-Türchen. Ja, und Melinka ist Türsteherin des nächsten Schokolädchens. Was hast du für die neuen Helden mitgebracht, außer die drei Worte? Ich wünsche allen ganz viel Hirnknoten. Und es darf ruhig auch mal ein bisschen anstrengender sein, aber es macht Spaß und es ist schön. Und der Hirnknoten wird sich auf einmal lösen und dann wird er wieder anfangen und es wird alles in Bewegung bleiben. Und eben, es wird alles unfertig sein, aber da passiert so viel. Ich wünsche einfach nur allen, dass sich trauen, da in diese ganzen Hirnknoten reinzugehen und anderen Leuten zuhören, ihre Hirnknoten wieder entknoten. Genau. Und dass das einfach ein ganzer Zirkel wird. Dass sie hinhören und sich dann selbst innerlich verknoten und bewusster werden, was sie sagen. Und dass es total unvollkommen sein darf. Ja, und sie dürfen es wieder revidieren. Und trotzdem, alles immer mit einer gewissen Vorsicht, Zuversicht, hast du vorhin gesagt,
Und trotzdem eben darf man was sagen und darf morgen wieder sagen, okay, nee, ich hab's mir anders überlegt. Es darf sich widersprechen. Ich glaube nicht, dass der Mensch eine gerade Linie ist. Die Umwege. Ich schenke den Menschen Umwegen. Wow. Liebe Melinka, oh, welche Bereicherung. Ich glaube, wir könnten hier, und das werden wir wahrscheinlich auch, noch viel, viel länger reden. Aber liebe neue Helden, ihr seid wahrscheinlich jetzt sehr, sehr ins Denken gekommen. Vielleicht auch schon ins Formulieren. Und wir sind total gespannt auf eure Worte, die euch bewegt haben, auf eure Wortkreation, vielleicht auch neue Kreationen, die wir gerade in der aktuellen Zeit brauchen. Ja, lasst sie uns hören, lasst sie uns lesen. Ich vermute, wir haben auch einige neue Hirnknoten bei dir produziert. Die gilt es jetzt einfach durchzuhalten und zu explorieren. Vielen Dank, Melinka, dass du da warst. Ja, neue Helden, ab morgen gibt es auch wieder ein neues Adventskalendertürchen. Hört auch da gerne rein. Mehr Informationen gibt es auf www.dieneuenhelden.de. Natürlich auch im Impulsletter, den lohnt es sich zu abonnieren. Im nächsten Impulsletter werden wir auch definitiv eure neuen Wortkreationen spoilern, die ihr uns so zuschickt über alle Medien. Also das finde ich jetzt schon total spannend. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Gemeinsam gestalten wir die Welt mit unter anderem Worten.